Hey ho, meine lieben Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Lucky 4. Ihr seht schon, wir sind neu gespawnt hier in dieser Ecke und ich bin halt dumm gestorben und wir versuchen jetzt neues Glück mit Very Lucky Blöcken. Ich blende euch den Tod einmal kurz ein. So ungefähr müsst ihr euch vorstellen, ich habe einen Block geöffnet und es war blitzschnell vorbei. Der Brunnen kam und ich bin einfach ertrunken. Wie dumm ist das denn? Wie ihr eben gesehen habt, ich bin wirklich ertrunken. Ich habe dazu auch noch meine Aufnahme extern aufgenommen. Das war der dümmste Tod. Ich habe versucht, mich wirklich zu retten, aber es hat nicht mehr geklappt. Könnt ihr mir glauben, wirklich? Wirklich? Auf alle Fälle war das eben nur dieser Ausschnitt und jetzt fangen wir von vorne an mit Very Lucky Blöcken. Gleich ein Lackschwert 0 Lack. Ist ganz gut eigentlich. Der Lackbow. Also bisher läuft es. Geht auch ganz zügig gerade. Das kennen wir. Achtung, gleich wird's laut. Oh, oh, oh. Ja, die kennen wir. Das kennen wir doch schon, meine Freunde. Wir hatten ja schon mal beim erste oder zweite Runde beim Minecraft Lucky, da hatten wir schon mal diese Feuerwerk-Explosion und TNT oder Hühner. Hühner, sehr gut. Bisher haben wir echt Glück. TNT hatten wir noch gar nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo ich sage, ich sage, oh mein Gott, wie dumm. Wir haben es überlebt. Yes! Juhu! Die Welt ist schon wieder halb kaputt. Also da, wo wir gerade sind, ist aber egal. Sehr schön. Enderperle. Enderaugen können wir auch benutzen, um später zum Enderdrachen zu kommen. Ich weiß wirklich nicht, ob das noch was wird, wenn wir jetzt jede zweite Runde hier irgendwie sterben. Aus Unglück oder aus Pech, wie man es nimmt. Da haben wir halt ein Problem. Die Rüstung mit Verzauberung. Wie fresh ist das denn? Was ist das? Och nö. Jetzt habe ich schon wieder so eine Sanddings stehen. Ich wollte mir eigentlich so ein schönes Häuschen bauen. Ganz gute Sachen aber drin, Rüstung, Goldäpfel. Was haben wir hier? Was haben wir da? Blöcke und Herzchen. Wahrscheinlich irgendwelche Tiere gerade gespawnt. Den lockt mich kaputt. So, ihr seht schon, diese Runde läuft extrem gut. Bisher zumindest. Wir hatten einmal Pech und das war halt so eine TNT-Falle, wie immer. Und ich würde sagen, in der nächsten Runde nehmen wir dann wieder die Lack-Null-Blöcke, damit ich nicht gleich wieder sterbe. Ihr könnt ja auch in die Kommentare schreiben, was ihr euch wünscht. Und dann mache ich das auch, meine Freunde. Ich bin gerade irgendwie richtig gehypt auf diesen letzten Lucky Block. Und juhu, Endportalrahmen. Die können wir benutzen, um später ins End zu kommen. Dann sind wir nämlich schneller beim Enderdrachen und können ihn einfach nur wegknüppeln mit unserem Dia-Schwert oder mit unserem Lackschwert oder mit einem Bogen. Was ich jetzt noch kurz machen werde, ist eine Crafting Bench bauen und wahrscheinlich eine Spitzhacke erstellen und dann war es das auch schon mit der Folge. Auf alle Fälle wollte ich euch noch mal kurz sagen, dass ich so einen richtig nette Person auf Skype gefunden habe. Die werde ich euch im nächsten Video verlinken, auch ein Video zu machen. Der hat angeboten, mir ein Design zu machen. Ich weiß nicht, was er jetzt genau macht, Thumbnail oder Profilfoto. Auf alle Fälle mache ich dazu ein externes Video, weil mich das so feiert. So feiere ich das. Diese Person, der hilft mir einfach so für nichts. Könnt ihr auch vorbeischauen, abonnieren, Like da lassen etc. Und ich würde sagen, wir rüsten uns jetzt hier noch fertig aus und dann war's mit dem Video. Ich hoffe, euch gefällt Minecraft Lucky. Probiert doch diesen Mod mit Minecraft Forge einfach selber mal aus. Ist wirklich richtig gut. Minecraft 1.11.2. Ich weiß, in der Aufnahme, die ich eben als Ausschnitt gezeigt habe, wo ich gestorben bin, da hat es extrem geleckt. Das lag an meinem Aufnahmeprogramm OBS. Aber das wird nicht wieder vorkommen, meine Freunde. Bleibt fresh, haut's rein und bis zum nächsten Mal. Tschüsslü! Bevor ich es vergesse, denkt nochmal dran zu abonnieren.